Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal haben wir den Wächter des Hauses der Träume erledigt und müssen jetzt aus dem Haus der Träume entkommen, denn wir waren da in so einer anderen Dimension. Vielleicht war es auch einfach nur eine Illusion, man weiß es nicht genau. Und ich würde sagen, wir nehmen nochmal die Assassinen. Und jetzt sollte ich aber eigentlich neue. Nein, Langbogen immer noch. Keine neuen Pfeile. Keine neue Armbrust. Okay. Kein neuer Dolch, was soll denn das? Kriege ich mal neue Items? Nö. Anscheinend nicht. Okay, dann beginnen wir das Spiel eben mit der Ausrüstung. Die Flucht. Nachdem du die Bestie besiegt hast, hältst du das Buch der Seelen endlich in deinen Händen. Aber wenn Zael es hier versteckt und einen Wächter aufgestellt hat, würde er dann nicht bemerken, dass es gestohlen worden ist? Die Flucht. Finde den Weg aus dem Haus heraus. Zael muss besiegt werden. Oh nein. Kehre durch das Portal zu Mordessa zurück. Oh wei. Ja, ich habe soeben das Buch der Seelen an dich genommen. Oh nein, ich will nicht gegen Zael kämpfen. Nicht schon wieder gegen einen Magier. Ah, okay, dann. Ja. Dann versuchen wir mal unseren Weg hier rauszufinden. Hallo, Ich habe Zael. befürchtet, dass es dazu kommen würde. Gebt mir das Buch. Nein, wieso habe ich denn jetzt die Distanzpfeile angerüstet? Ich möchte auch bitte die Granatenpfeile. Danke. So. Toll. Erstmal sinnlos rumgehampelt, aber der macht irgendwie nicht wirklich viel Schaden. Und zwei Schüsse sind erst tot. Okay. Irgendwie habe ich mir selbst stärker vorgestellt. Na gut, wir haben einen rustigen Schlüssel gefunden. Und sonst scheint hier ja nichts mehr zu sein. Hier war auch nichts mehr, oder? Nö. Alles klar, okay. Das habe ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt. Also der Zauberer, der hier vorher war, der hatte wesentlich mehr drauf als Zael. Und das soll der Zauberer sein, der Vatar in den Abgrund gestürzt hat? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber nun gut. Ah, Geister. Ihr könnt mir nix. Ja, hier ist zu. Hier kommen wir nicht mehr raus. Aber wir haben ja gesehen, da hinten war ein kleiner Tunnel, in dem eine Fackel lag. Und vielleicht kommen wir da ja jetzt raus. Boah, diese ganzen Geister nerven ein bisschen. Die machen irgendwie keinen Schaden. Also zumindest nicht großartig viel. Aber sie nerven irgendwie. Weil es sind einfach so viele. So. Okay. Also hier kommen wir nicht raus. Den Checkpoint kann ich trotzdem mal aktivieren. Wir gehen erstmal hier in die obere Etage des Kellers und schauen uns an, ob da wieder irgendwas an Loot liegt. Denn wir möchten ja auch wieder Goldstücke mitnehmen. Das ist doch jetzt bestimmt eine Falle, oder? Irgendwie habe ich diesen Raum hier mit einer Falle in Verbindung. Aber anscheinend habe ich das falsch in Erinnerung. Na gut. Ich meine, das macht ja auch nichts. Noch mehr Heiltränke. Okay. Das macht mir wiederum ein bisschen Sorgen, dass wir schon wieder so viele Heiltränke hier finden. Was wird uns da noch erwarten? Ich meine, Zael haben wir schon getötet. Ich vermute mal, es werden noch ein paar Werwölfe kommen. Und ansonsten... Da war doch noch ein Geist, oder? Okay. Dann können wir hier erstmal nichts weiter tun. Dann schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Noch ein Heiltrank... Alter. Ja, stimmt. Mit dem rostigen Schlüssel können wir jetzt hier rein. So, und mit dem Dolch können wir die Fackel ausrüsten. Sehr schön. Die brauchen wir auch hier. Boah, wenn jetzt hier gleich ein Werwolf kommt, ne? Wie soll ich denn gegen den an... Nicht fallen, nicht fallen. Da unten ist ein Edelstein. Den möchte ich bitte haben. Ja. Ja, klar. Gleich zwei. Ist... Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein, 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 nein. Heiltrank, Heiltrank. Der kommt doch auch hochgeklettert, oder? Oh Gott. Wie soll ich denn gegen die ankommen? Ich muss mit dem Bogen gegen die kämpfen. Weil sonst kriege ich die nicht kaputt. Aber ich kann sie nicht sehen. Ich sehe überhaupt nichts. Oh wei. Oh wei, ich habe den falschen Charakter genommen.
Nee, Leute, ich muss die Mission neu starten. Beziehungsweise zur Karte zurück. Ich brauche einen anderen Charakter. Ich komme mit der Assassine nicht weiter. Ich mag sie zwar sehr gerne mittlerweile, aber wenn ich nur mit dem Dolch kämpfen kann und was sehe, dann hat das keinen Sinn. Das geht nicht. Deswegen nehmen wir mal... wen nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal den Berserker? Nehmen wir mal den Berserker. Den haben wir noch nicht genutzt. So, geben wir dem mal die eiserne Keule. Guck mal, der kriegt aber neue Waffen. Beziehungsweise es gibt jetzt auch, wir hatten vorher die Zwergenaxt, jetzt gibt es auch schon die Monsteraxt. Seltsam. So, haben wir die eiserne Keule? Jawohl. Dann nehmen wir noch den Drachenschild, wobei das eigentlich ja sinnlos ist, da wir ja sowieso gleich die Fackel stattdessen nehmen. Auf jeden Fall Heiltränke. Zwergenarmbrust ist gut, mit Bolzen ist gut. Jo, dann haben wir volle Ausrüstung. Alles klar. Müssen wir halt Sail nochmal besiegen, aber der war ja jetzt nicht so besonders schwer. Also bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Und probieren es einfach mal aus. Ja, wir haben eben soeben das Buch der Seelen an dich genommen. Übrigens sehr cooles Motiv hinten auf der Rüstung von dem Berserker. Also vorne ist ja der Totenschädel drauf, aber hinten ist so ein Drache. Das gefällt mir. Das finde ich schick. So. Und klar, wir haben auch den Drachenschild. Das passt irgendwie zueinander. So, Sail, komm mal her. Ich habe befürchtet, dass es dazu kommen würde. Gib mir das Buch. Ich gebe dir was ganz anderes hier. Oh, der macht Schaden. Oh, ja, ist klar. Wie war das mit Sail? Ist nicht so stark? Okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Eventuell eine Zauberin? Oh wei, diese Mission stellt mich vor Probleme, die ich nicht vorhergesehen habe. Probieren wir es mal mit der Zauberin. Die sollte ja eigentlich auch eine Fackel halten können. Tränen der Fäulnis, Langdolch, zwei Heiltränke, leichte Rüstung. Komm, nehmen wir nochmal ewiger Winter mit, einfach weil wir es können. Man weiß ja nie, ob man es brauchen kann und ich meine, wir können uns ja ohne Probleme leisten. Und dann hoffen wir mal, dass wir damit klarkommen. Oh wei. Ja, ich habe das Buch der Seelen an mich genommen. So... Der machte das hier, ne? Und du machtest... Ja, das kennen wir ja schon. Versuchen wir es einfach mal. Mehr als sterben können wir nicht. Ist wenigstens fair, dass Sail so nah am Anfang ist. Da kann man sich nochmal eine andere Strategie ausdenken. Ich habe befürchtet, dass es dazu kommen wird. Ja, ja, ja. Gebt mir das Buch. Wie wär's mit... Nö. Okay, das war sehr gut. Okay, mit der Zauberin kommen wir hier ganz gut klar. Dann müssen wir jetzt nur noch... Na, ich nehme mal hier den, um gegen die Geister zu kämpfen. Vielleicht ist das ja ein bisschen effektiver als der Dolch. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, mäßig. Mäßig effektiv, aber... Es ist nicht ganz so langweilig, wie den Dolch zu benutzen. Und wir nehmen wahrscheinlich auch weniger Schaden. Weil die haben uns ja immer noch ein bisschen getroffen. Ja, passt. Na gut, die treffe ich nicht. Aber der wird mich ja angreifen, sobald ich da oben bin. Das geht nach wie vor nicht auf. So, ja, oben ist kein Gold, aber immerhin die Heiltränke. Die möchte ich doch gerne haben, wenn wir gegen diese Werwölfe kämpfen. Da kann man nicht genug Heiltränke haben. Ist natürlich doof, dass wir den Berserker nicht nehmen können. Also, wahrscheinlich könnte ich mit Mühe Sail besiegen, aber da habe ich jetzt auch einfach keine Lust drauf, auf diesen Stress. Deswegen, mit der Zauberin scheint das ja alles ganz gut zu funktionieren. Und es ist auch mal schön, wenn man mal einen Charakter benutzt, den man sonst nicht so oft nimmt, ne? Weil wir haben ja bisher immer sehr viel mit der Assassinin gespielt und auf der Lichtseite sehr viel mit dem Ritter, der ja mehr oder weniger das Äquivalent zum Berserker darstellt, auf der Lichtseite. Naja, das heißt mehr oder weniger, er stellt das Äquivalent da. Okay, keine Geister mehr da. Und ja, da ist es auch mal ganz in Ordnung. So, noch ein Heiltrank. Wow, jetzt haben wir sogar 7. Und ich... Okay, ich brauche die Fackel nicht mal. Das ist cool. Ich kann sie nicht ausrüsten, aber mein Stab leuchtet sowieso von alleine. Ja, mit dem Dolch kann ich sie ausrüsten, aber... Haha, das ist cool, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Oh, 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 warte. Geh da hoch, wo ist die Leiter? Ich brauche Licht, Mann.
Warum hast du die Fackel nicht rausgeholt? Jetzt hast du mal eben zwei Heiltränke verschwendet. Ah. Okay, Moment. Aber dafür können wir die jetzt von hier oben schön absnipen. Oder auch nicht. Okay, das ist lame. Okay, den einen haben wir auf jeden Fall erledigt. Wo ist der andere? Komm her. Wenigstens sterben sie durch den Angriff schnell. Das ist gut. Da geht's runter. Da sind jede Menge Werwölfe. Das kann doch nicht sein. Schade, dass meine Geschosse kein Licht verbreiten. Eben bevor Werwolf von hinten. Das war ja so klar. Okay, gut, aber wir kommen ganz gut mit denen klar. Das finde ich schön. Das finde ich sogar sehr schön. Also wesentlich besser, als die Assassinin das hier gekonnt hätte. Weil nur mit dem Dolch? Nee, das geht einfach nicht. Ich habe dich gesehen, da unten. Da ist doch noch einer. Ein kleiner Werwolf, ein Baby-Werwolf, aber er muss leider auch dran glauben. Denn er würde uns... Ah, da ist noch einer. Der würde uns sonst kaputt machen. Da sind die Eltern wahrscheinlich ein sehr schlechtes Vorbild. So, wo müssen wir überhaupt lang? Ich vermute mal hier oben. Ach, der... Ah, okay, er ist tot. Aber wir gehen erstmal hier hin. Sehr schön. Das ist gut. Dann gehen wir mal hier runter, denn da ist noch Gold. Und das möchte ich... Ja, komm. Jumpscares. Das erschreckt mich jetzt nicht wirklich. Ich rechne ja damit, dass hier Werwölfe auftauchen. Oh, okay. Der hat mich jetzt noch ein bisschen erschreckt. Naja, aber wir haben ja genug Heiltränke. Alles kein Problem. Aber ich glaube, auch so ist es hier mit der Zauberin einfach angenehmer, da wir nicht so sehr zielen müssen. Wir können einfach schießen. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber der Assassinen. Weil die Werwölfe machen einfach so viel Schaden und die sind so schnell, da ist das mit dem Zielen alles ein bisschen, ja, schwieriger. Das haben wir ja schon gesehen vor drei Leveln, vor zwei Leveln, je nachdem wie man rechnet. Als ich das erste Mal zum Haus der Träume hin bin. Aua, 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 aua. Gott sei Dank. Ja, für den Trank lohnt sich's noch nicht, aber wir haben eigentlich so viele. Und da kriegen wir jetzt noch einen. Na egal, ich warte mal noch einen weiteren Angriff ab, bevor ich einen Trank trinke. Die Kleinen sind irgendwie sehr langsam und halten auch nichts aus. Faszinierend. Oh, ich sehe dich. Ich sehe dich. Die Großen brauchen auch nur zwei Treffer. Ja, schmeiß mich hier ruhig runter, ist klar. Oh, oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Jetzt lohnt sich das Tranktrinken wenigstens. Kann ich sogar gleich zwei in mich reinkippen. Machen wir das doch mal. Nehmen wir sowieso Zeit hier fürs Laufen. Aber das mit dem Stab, dass der hier die Gegend erleuchtet, das finde ich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Das gefällt mir richtig gut. So, ich gehe nochmal eben hier den Rand entlang. Nicht, dass hier irgendwas versteckt ist. Wahrscheinlich hätte ich es von der anderen Seite trotzdem leuchten gesehen, aber sicher ist sicher, nicht wahr? Na, manchmal verschwindet der Stab einfach an der Wand, dann ist die Beleuchtung weg. Naja, nicht weiter schlimm. Hallo? Ich wollte schon sagen, ich habe dich gehört. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Ich meine, ich könnte auch mal den Angriff hier machen, aber irgendwie ist mir das, na, das Mana nicht wert. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden das macht. Oh, wir kommen raus. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe alles unten mitgenommen. Na gut. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, mich springt jetzt hier nicht irgendwas an. Ah, okay. Wir sind hier direkt rausgekommen bei den Fallen. Und hier ist noch ein bisschen Gold versteckt. War ja klar. War ja klar. Oh, von der Seite können wir es aufmachen, oder wie? Toll. Naja. Nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. So, ich gucke nochmal hier in die Lücken rein. Nicht, dass da irgendwas versteckt ist. Und komm, ich trinke nochmal einen Trank. Wir haben so viele. Und finden hier sowieso schon wieder einen. Es ist einfach krank. Hallo Werwölfe, wo seid ihr? Oh. Ach, das ist ein Ork. Ah, der ist auf unserer Seite. Cool.
Das heißt, wir haben einen neuen Charakter. Nein, er ist gestorben. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ich hoffe, ich habe ihn trotzdem freigeschaltet. Aber ich vermute mal nicht. Ich fürchte es fast. Na ja, komm her. Kommt her. Ihr müsst jetzt dafür büßen, dass der Ork gestorben ist. Weil wenn das der Fall ist, muss ich die Mission nochmal machen. Okay, da ist Mordessas Portal. Da können wir endlich wieder zurück. Aber uns fehlen noch 100 Goldstücke. Also gehen wir nochmal ins Haus hinein. Was uns da erwartet. Außer noch mehr Geister. Da sollte ich dann vielleicht mal in einer... Oh, die Tür ist kaputt. Holy moly. Okay. So, kommt her. Kommt bloß her. Aber ich glaube, in der Lichtkampagne war es so, als wir den Halbling getroffen haben, dass wir den retten mussten. Und er musste halt überleben, damit wir ihn spielen dürfen. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist. Wenn ja, habe ich Pech gehabt und darf ich den Level nochmal spielen. Dann nehme ich euch aber nicht mit. Denn ihr kennt ja den Level jetzt schon. Ob jetzt der Ork überlebt oder nicht, ist ja für euch erstmal nicht so interessant. Und da ihr wisst, dass wir den dann freischalten, ist das eigentlich alles schnurzpiep egal. Aber ich würde ihn halt der Vollständigkeit halber gerne mitnehmen. Okay, hier ist überall nichts. Ich vermute mal, wir finden einen grünen Edelstein irgendwo, der uns dann mal eben 100 gibt. Und ich hätte gerne den anderen Stab, falls hier wieder ein Werwolf rumgeistert. Hier ist die Tür einfach kaputt. Ja, ist denn jetzt hier noch irgendwo was? Oder ist das... Ja, da ist noch ein grüner. Und da höre ich einen Werwolf. Nee, das war einfach die Tür. Ja, die Tür, die macht komische Geräusche. Alles klar. Aber wir haben alles Gold. Jetzt kommt aber bestimmt noch irgendwas, oder? Jetzt, da wir da oben waren. Nein. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass wir den Ork freigeschaltet haben. Aber mit der Zauberin war es eigentlich sehr angenehm, dieses Level zu spielen. Deswegen alles kein Problem, das nochmal zu machen. Schauen wir mal. Mission geschafft. Es wurden 350 neue Goldstücke hinzugefügt. 350 haben wir in einer morschen Truhe gefunden. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Das Plateau. Ort Aylwoods. Und wir haben den Bombardier freigeschaltet. Sehr schön. Okay, ich muss den Level nicht nochmal machen. Finde ich gut. Alles klar. So, kommt eine Zwischensequenz? Ich schätze mal schon, oder? Ja. Dann hören wir mal, was Mordessa zu sagen hat. Ob sie mit unserem Können einverstanden ist. Vielleicht kriegen wir ja mal eine Belohnung. Wahrscheinlich eher nicht. Endlich gehört es mir. Damit mein Geliebter und ich eins werden können, bedarf es eines jungfräulichen Blutopfers. Die einzige, die auf diese Beschreibung passt, ist Prinzessin Jacindra von Zehlenheim. Geht und bringt sie mir. Es wurde ein Portal errichtet, das es einer kleinen Gruppe ermöglicht, in die Enklave einzudringen. Da es uns einen Überraschungsmoment gewährt, wäre es dumm gewesen, es schon früher zu benutzen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Enttäuscht mich nicht. Haben wir dich bisher jemals enttäuscht? Wir haben alle deine Aufträge ausgeführt. Naja. Tja, das kennen wir ja noch aus der Lichtkampagne, dass Jacindra entführt wurde und jetzt dürfen wir das selber machen. Ja, in Aylwoods. Mal schauen, wie das wird. Mal schauen, ob wir sie entführen können. Ob das klappt und wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und bis dahin, macht's gut.